customers. Schon dafür ist Wetter nicht wahr, wir nehmen Volkszählung riesig wichtig. Nur damals waren die Daten halt nur für einen sehr kleinen Teil der Leute zugänglich. Und wenn wir heute von Open Data reden, da arbeiten wir an ganz vielen Baustellen. Die eine Sache ist, wir haben noch immer viel mehr Daten, als öffentlich zugänglich sind. Und andererseits sind viel mehr Daten halt öffentlich zugänglich, als es je waren. Und der Hans Rosling, als schwedischer Professor für internationale Gesundheit, ich glaube einer der großen Vordenker auf dem Gebiet, der hat mit ein paar Videos, mit ein paar Vorträgen die UNO bzw. die UNESCO dazu gebracht, einen großen Teil dieser internationalen Daten öffentlich zu machen. Und er hat dann gesagt, diese Daten, die sind da, man muss die gießen mit den richtigen Application Layers, mit den richtigen Visualisierungstools und dann wachsen Blumen raus. Wir haben beim Netting-Logo auch dieses Blumensymbol drin und ich hoffe, dass wir mit diesen Open Data Projekten einige oder sozusagen Gießkannen sein können für einige dieser Blumen, die wir aufblühen. Und es gibt Big Data, ist ein riesen Anwendungsfeld, es gibt sehr viele unerfreuliche Seiten dran. Der Wolfi Christel, der ja auch mit Data Lina schon länger gehört wird von uns, der hat vor kurzem ein hochinteressantes Forschungspaper veröffentlicht, was man alles tun kann, was Institutionen mit diesen Daten tun. Aber wir selber können auch alle was damit tun, wir müssen es öffentlich machen und wir brauchen so tolle Projekte wie, man wird schon seit mehreren Jahren haben, die ja immer verstärkt auftauchen. Ganz, ganz wichtiges Feld. Ja, die nächsten Projekte, die wir sehen werden, widmen sich im Groben zu diesem Thema E-Learning und Medienkompetenz. Auch das ist dann eine Idee seit Jahren anliegen. Warum? E-Learning und Medienkompetenz. In Österreich, wenn man Bildung sagt, dann denkt man sofort an Schulen und Schüler. Aber es geht natürlich, das greift sehr, sehr viel weiter. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren Lektor an der Uni und an verschiedenen Fachhochschulen und da hat man diese großen E-Learning-Monolithen wie Moodle. Die von Ihnen, die das kennen, die wissen, man lockt sie da ein, weil man muss halt, sexy ist das überhaupt nicht. Da gibt es viel, viel spannendere Methoden, mit denen kann man lerndidaktisch viel besser umgehen und ich freue mich sehr, dass wir in dem Bereich mit der Leitidee einiges bewegen können. Ja, wunderbar, dann danke und dann schauen wir uns die gleich an.